Wir haben nur ganz allgemein über ihn geredet. Ich dachte, es geht vielleicht um die Mordermittlung. Sag mal, ihr verschweigt mir doch irgendwas. Nein! Ja, es... es geht um... um... Eva, Markus ist bald dein Mann, also kann es auch wissen. Okay? Selbst wenn Eva nach eurer Hochzeit Valentinas Kindermädchen bleibt, sie muss auch an ihre eigene Karriere denken, oder? Ich meine, das Emil-Buch war erst der Anfang. Sie muss am Ball bleiben. Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, das habe ich Jakob auch gesagt. Robert hat mir immer Zeit freigeschaufelt, wenn ich sie brauchte. Da war er noch mit im Boot. Ja, aber er wird mir schon keine Steine in den Weg legen. Naja, vielleicht solltest du trotzdem noch mal mit ihm reden. Es wäre schade, wenn du dein Talent als Illustratorin an den Nagel hängst. Lass mich erst mal das Buch fertig machen und dann sehen wir alles Weitere. Ja, und wenn das nächste Buch in Arbeit ist, dann werde ich mir mit Robert schon einig. Ja gut, okay. Dann ist alles klar. Ja. Im Büro ist der Kaffee alle. Hallo, Charlotte. Kann ich dich mit irgendetwas verwöhnen, als kleines Dankeschön für den gestrigen Abend? Nein, danke. André, ich habe kein gutes Gefühl mit dieser Annonce. Aber Frau Zastros Belohnung bringt das Ganze erst mal in Bewegung. Er fragt sich nur, in welche Richtung. Der Kommissar ist sicher nicht sonderlich erbaut darüber, dass ihm jemand in seine Ermittlungen funkt. Meiser hat sich noch nie mit Ruhm bekleckert. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass er nichts ermittelt. Oder er verdächtigt den Falschen. Ach, ich wünschte, ich hätte den entscheidenden Hinweis, um Barbara zu überführen. 1 Million, weißt du, was ich aus diesem Restaurant machen würde? Ich lasse mich gerne einladen. Mir würde es allerdings schon reichen, wenn man die Heidenberg endlich überführt. Ja. Wenn ich da an das Giftmüsli denke, hätte nicht viel gefehlt. Ich würde jetzt neben dem alten Zastro liegen. Aber solange wir ihr nichts beweisen können. Lass die Dinge laufen. Die kommt doch gerade erst ins Rollen. Hoffentlich hast du recht. Was ist? Stimmt irgendwas nicht? Es ist alles bestens. Ich warte nur auf deine Bestellung. Ja, ich weiß, dass Frau von Heidenberg damals angeklagt war, aber... ja, aber das ist doch ein ganz anderer Fall. Was hat das denn mit dem Mord an meinem Vater zu tun? Ja, danke für den Hinweis. Tschüss. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Ermittlungen? Sehr beliebt sind Sie nicht, so viel ist sicher. Das ist mir egal, was andere Leute von mir denken. Mich interessiert nur, wer meinen Mann umgebracht hat. Das wissen Sie doch. Ich rate Ihnen dringend zu mehr Objektivität. Ich hoffe, Sie nehmen auch Hinweise ernst, die sich gegen Ihren Geschäftspartner richten. Um Robert mache ich mir keine Sorgen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Sie im Gefängnis sind. Oder er? Was wollte sie? Ausloten, was passiert. Und, was tut sich? Ja, aber zu wenig Telefonanrufe kann ich mich nicht beschweren. Es klingelt permanent. Aber nur Spinner, was? Eben hat eine Frau angerufen, die ganz aufgeregt war. Sie hat sich damals den Prozess gegen die Heidenberg angeguckt und saß jeden Tag im Gericht. Und sie ist sich ganz, ganz sicher, dass Barbara eine Mörderin ist. Alle sind scharf auf die Millionen, aber richtige Hinweise? Es war ja auch nicht anders zu erwarten. Wir müssen einfach warten. Es gab auch Anrufer, die dich belastet haben.
Nach den wilden Spekulationen in der Zeitung ist das auch kein Wunder. Wir brauchen ein gutes Indiz, um Barbara festzunageln. Danach denken wir nicht mehr über sowas nach. Markus so anzulügen. Und dann schiebe ich auch noch Valentina vor. Verdammt! Zum Glück hat Jakob dicht gehalten. Aber wenn ich Markus von dem Gift in Roberts Spind erzählt hätte, dann... Wer weiß, wie er reagiert hätte. Wahrscheinlich wäre er ausgeflippt. Und ich säße dann längst bei der Polizei und müsste alles zu Protokoll geben. Nein, Robert wäre nur unnötig unter Druck geraten. Dabei ist er unschuldig, das weiß ich. Aber Markus bezweifelt das. Es war richtig, ihn nicht einzuweihen. Also die meisten Veranstaltungen hier in der Region weiß ich auswendig. Suchen wir was Bestimmtes? Hätten Sie vielleicht einen Tipp für mich? Ja, gern. Was soll es denn sein? Ich würde Charlotte gerne eine kleine Freude machen. Ja, sie hat in der letzten Zeit sehr zu mir gehalten. Sie wissen ja, es gab da ein bisschen familiären Streit. Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Warum schenken Sie ja nicht irgendwas über Afrika? Ein Buch vielleicht oder schöne Blumen? Da freut sich die Charlotte immer. Sehr originell, ja. Oder soll es vielleicht doch ein bisschen mehr sein als nur eine kleine Freude? Hm? Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen? Beruflich oder privat? Ein Scherz. Entschuldigung, aber eigentlich müssten Sie wissen, dass ich Vertrauliches nicht herumposaune. Ich finde, Charlotte ist eine fantastische Frau. Ja, das finde ich auch. Ja, das habe ich ja früher schon gewusst, aber jetzt ist mir das noch mal so richtig bewusst geworden. Also, das hört sich fast so an, als hätten Sie es wieder auf Sie abgesehen. Meinen Sie, ich hätte Chancen bei ihr? Also, ich weiß nur, dass es sie damals sehr getroffen hat, als sie mit Fiona Marquardt gemeinsame Sache gemacht haben und es auf ihre Anteile abgesehen hat. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ja, und damit haben sie der Charlotte sehr wehgetan. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemals noch mehr als freundschaftliche Gefühle für sie empfinden kann. Ich weiß, dass der Kommissar ihr Vertrauen genießt. Aber hat er denn sonst nichts herausgefunden? Ja, sehr bedauerlich. Aber wenn Sie mich trotzdem auf dem Laufenden halten können. Ja, wiederhören, Herr Staatsanwalt. Bis spät. Und? Ja, solange Meiser Robert zu den Verdächtigen zählt, hält sich der Staatsanwalt natürlich bedeckt. Hoffen wir mal, dass Frau Zastrus Initiative Erfolg hat. Dein Bruder glaubt jedenfalls, dass die Annonce den Kommissar auf Trab bringt. Tja, würde mich nicht wundern, wenn André plötzlich selber einen Hinweis aus der Tasche zaubert. Einem Schlag so viel Geld zu bekommen, da stehen doch dem André gleich die Dollarzeichen in den Augen. Ach, André würde sich doch nicht mit Barbara anlegen. Nicht mal für so viel Geld. Ja, vielleicht nicht mit ihr, aber hat er dich über Robert ausgehorcht? Was, du glaubst im Ernst, er würde seinen eigenen Neffen belasten, um abzukassieren? Und er würde sich noch mal gegen die Familie stellen? Also wenn es um so viel Geld geht, durchaus. Ach. Nicht umsonst hat er sich auf Zastrus Seite gestellt, nur um am Gewinn des Restaurants beteiligt zu werden. Ach, daraus hat er gelernt. Und er ist heilfroh, dass sich die Wogen zwischen euch wieder einigermaßen geglättet haben. Ja, ich habe sogar das Gefühl, André möchte wieder mehr in die Familie integriert sein. Das Abendessen hat ihn gestern sehr gefreut. Er wirkt momentan so einsam und isoliert. Wenn es um so viel Geld geht, dann ist André alles zuzutrauen. Würdest du bitte in Zukunft Acht geben, was du ihm anvertraust? Bitte, Charlotte. Darf ich Sie kurz sprechen? Es gibt Neuigkeiten, die Sie bestimmt interessieren. Ich hoffe, dass Sie nicht auch Detektiv spielen, um sich die Millionen zu verdienen.
Hätte ich einen Hinweis, dann wüsste die Polizei schon Bescheid. Und wenn mit Hilfe dieser Annonce der Mörder gefasst werden kann, dann wäre das doch auch in Ihrem Interesse, nicht wahr? Ja, sicher. Also, worum geht's? Wir haben Prominenz am Fürstenhof. Ach, das ist ja mal was ganz Neues. Ja, aber in diesem Fall handelt es sich um alten Adel. Sibylle, Prinzessin von Lichtenberg. Sie soll ja laut Medienberichten bald heiraten. Und das Interessante an der Sache ist, dass sie Inkognito eingecheckt hat. Vielleicht will sie nur 1 bis 2 Wochen Ruhe haben vor dem Hochzeitstrubel. Ich glaube eher, sie möchte unser Hotel testen, ob es für den großen Tag oder die Flitterwochen geeignet ist. Das wäre dann allerdings wirklich eine Attraktion. Gut gemacht, bleiben Sie dran. Und unserer Prinzessin soll es an nichts fehlen. Noch was, Frau Engel? Ja? Hängen Sie es doch mal nicht an die große Glocke, dass die Prinzessin da ist. In den nächsten Tagen, da werden die letzten Formalitäten geklärt und ich hoffe, dass ich dann als Anteilseignerin offiziell agieren kann. Aha, und da käme Ihnen an einer Adelshochzeit genau recht, verstehe. Ja, mein Hotel muss endlich aus den negativen Schlagzeilen raus. Ich werde der Prinzessin klar machen, dass unser wundervolles Hotel für jede Gelegenheit geeignet ist. Ich liebe dich so, wie du bist. So, lass uns die Rosen wegbringen. Ja. Noch nie in meinem Leben hat jemand so bedingungslos zu mir gehalten wie du.